damit alle herzliches Willkommen hier bei Furry FM an diesem wunderschönen Freitagabend zum Interview mit Dinsky. Ich bin natürlich heute nicht alleine, mit mir ist die liebe Claudi mit dabei. Hallo Claudi. Hallo, hier ist die liebe Claudi, hallo. Und der liebe Galax. Schönen guten Abend. Und natürlich der Star des heutigen Abends, die liebe Dinsky. Hallo Dinsky. Hallo. Wer Dinsky noch nicht kennt, Dinsky kommt aus dem wunderschönen Österreich und ist künstlerisch aktiv. Und das werden wir heute ein bisschen vertiefen in dem Interview. Und ihr habt natürlich währenddessen die Möglichkeit, den Live-Chat zu nutzen auf furry.fm. Da einfach reingehen, da könnt ihr die ganze Zeit eure Fragen stellen. Und die Dinsky streamt auch parallel auf Bikato. Und ich würde sagen, vielleicht in eigenen Worten, Dinsky, stell dich doch mal vor für die Leute, die ich jetzt noch nicht kenne, in kurzen Worten, abgesehen, dass du jetzt Künstlerin bist. Also ich bin Dinsky, ich bin noch 20 Jahre alt, komme wie gesagt aus Österreich und ich zeichne schon seit einiger Zeit hauptsächlich Commissions, aber auch Personal Art im Bereich Furry, aber mich interessieren auch andere Dinge, Tiere, Landschaften, Anatomie. Mich interessiert sehr vieles und ja, ich würde heute gern ganz viele Fragen von euch beantworten. Und ich hoffe, es wird schön heute. Und spaßig. Das hoffen wir dann natürlich auch. Und wie sie ja auch schon gesagt hat, könnt ihr natürlich auch im Chat Fragen stellen. Also wir stellen natürlich auch Fragen. Aber ihr könnt natürlich auch Fragen stellen, falls ihr irgendwelche eigenen Fragen haben, die wir vielleicht noch nicht beantwortet gefragt haben. Genau, noch nicht gefragt haben. Ja, okay, dann habt ihr jetzt ja genug Fragen. Naja, ah, du hast jetzt schon gesagt, du bist eine Künstlerin. Ist es denn dein Hauptberuf oder was machst du denn so nebenbei? Also ich gehe nebenbei noch in die Schule. Es ist eine Matura-Schule, das heißt, da mache ich auch nur meine Matura, die das Abitur ist in Österreich. Und da hat, dass sie jetzt nicht so zeitintensiv ist, nur mit 20 Stunden die Woche circa, kann ich nebenbei eben nur zeichnen. Und ja, das freut mich sehr. Und es ist auch ziemlich toll, sich die Zeit einfach einzuteilen. Wie lange hast du es denn noch bis zum Abschluss? Ich habe es noch dieses Semester und nächstes Semester und danach kann ich zur Matura antreten, also im Februar. Habe ich mir schon die Termine angeschaut. Dann wäre ich im Mai nächstes Jahr fertig. Okay. Ja, das ist ja gar nicht mehr lange. Mhm. Weißt du schon, was du dann danach vorhast? Bleibst du eine Künstlerin als Hauptberuf? Also ich würde es gern eine Weile noch nebenbei einfach machen, weil nach der Matura möchte ich gern Medizin studieren. Und es ist ziemlich zeitintensiv, das weiß ich jetzt schon. Deswegen muss ich da jetzt reinhauen mit dem Zeichnen und dann auch später schauen, wie das so ist. Dann, wenn ich Medizin studiere, dauert er 6 Jahre und danach Facharzt. Und da würde ich gern Psychiater machen. Und dann mal schauen. Da kommst du ja genau richtig als Furry-Psychiater. Ja. Ich glaube, von der Sorte gibt es noch nicht so viele. Aber 6 Jahre Studium, gerade das Medizinstudium, das ist natürlich schon eine Nuss. Also ich sage mal so, es gibt Studienbereiche, die wären jetzt nicht so schwierig. Also Medizin ist ja doch sehr fordernd. Ja, das stimmt, aber ich mag einfach die Herausforderungen. Und das Medizinstudium, das gibt mir halt wirklich extrem viel, denke ich mal. Mehr als Psychologie oder so. Und da habe ich einfach so ein Ziel vor Augen, was ich dann einfach abschließen kann und mich so ein bisschen pushen kann, das auch zu machen. Okay. Und ja, ich brauche halt irgendwie einen Ausgleich, wo ich ganz viel lernen kann und einfach irgendwie was habe für die Zukunft, was mich einfach interessiert. Weil früher Biologieunterricht in der Schule, das fand ich meistens sehr, ja, langweilig. Ich habe irgendwie nur Einser da geschrieben. Und ich habe schon damals immer die ganzen Anatomiebücher auswendig gelernt. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, vielleicht mal Medizin, wenn ich jetzt nicht zu blöd dafür bin oder so. Also du bist jemand, der aktiv die Herausforderung sucht. Ja, auf jeden Fall.
War das dann auch schon immer dein Plan, da in die Richtung zu gehen? Oder hattest du früher andere Träume oder andere Ziele? Oh, ich hatte sehr viele Träume als Kind. Ganz angefangen mit Tierärztin, wo wir dann alle ausgeredet haben, verdienst du nichts. Und ich dann geschaut habe, ja, man verdient nicht so viel, ja. Und es ist anstrengend. Wobei, ja, es ist jetzt nicht schlimm. Aber meine Interessen sind dann doch woanders hingegangen. Ich wollte dann mit 13, glaube ich, mich an einer grafischen Schule bewerben, die mich aber dann nicht aufgenommen haben, traurigerweise, und mir andere Tipps gegeben haben, was ich machen soll, mir abgeraten haben, Art zu machen. Dann bin ich auf eine Pferdeschule gegangen, wollte ich Reiter werden, also Pferde. Professionelle Reiterin. Genau, einfach Privatpferde oder Schulpferde einfach herrichten. Gibt es diesen Beruf noch? Das wusste ich gar nicht. Ja, den gibt es noch. Es ist auch ein Ausbildungsberuf in Österreich. Okay. Ja. Nicht schlecht. Ja, das macht auch Spaß. Es ist körperlich extrem anstrengend und naja, so wenig Geld mit nach Hause bringen und 14 Stunden am Tag arbeiten, jeden Tag ist halt. Ja, ich lebe halt doch nicht nur für andere, sondern auch für mich, denke ich mal. Ja, dann habe ich Konditor gemacht. Das war auch eine Erfahrung, die ich auch wieder abgebrochen habe letztes Jahr. Und dann habe ich mich irgendwie aus Spontanität dazu entschieden, in die Art-Richtung zu gehen. Und jetzt bin ich hier. Okay, aus Spontanität. Also, ja. Kativa Rez im Live-Chat hat ja auch gefragt, was hat dich bewogen, Furry Art zu zeichnen? Also was war denn dann dieser Anlass dann dazu, einfach so spontan mit Zeichnen anzufangen oder in die Kunst zu gehen? Also ich hatte immer die Vermutung, dass man jetzt mit privater Kunst auch Geld verdienen kann, aber ich habe irgendwie nie die Richtung gefunden, wo das Interesse besteht. Ich habe zwar Warrior Cats und so gezeichnet, aber da kriegt man irgendwie für 50 Cent schon fertiges Bild und so. Und irgendwie will ich nicht für 50 Cent 8 Stunden arbeiten. Und dann, ja, ich keine Ahnung. Es ist einfach, ich dachte jetzt eigentlich nicht, dass ich jemals Furries zeichne, weil menschliche Anatomie und so. Aber dann bin ich da irgendwie doch vorletztes Jahr, Ende 2016, reingerutscht durch diverse Apps, wie zum Beispiel Amino, wo ich dann einfach drauf gekommen bin, oh, da gibt es ja ganz viel, da ist noch Platz für mich vielleicht, wo ich ein bisschen was beitragen kann, für mich und andere zeichnen kann. Nicht nur wegen dem Geldaspekt, sondern auch, weil es irgendwie Spaß macht zu zeichnen, habe ich herausgefunden. Auch Furries. Mhm. Du hast jetzt auch gesagt, Warrior Cats, das heißt, du hast davor im Warrior Cats Fandom oder sowas dich aufgehalten und da auch dann immer Fanart gezeichnet oder so? Ja, also Warrior Cats habe ich mit 11 Jahren oder so, oder 10, 11 Jahren gefunden. Und da bin ich dann gleich auf YouTube gegangen und habe so geschaut, was es da so gibt. Und da habe ich ganz viele Animationen gefunden. Und das hat mich dann richtig inspiriert, auch gleich anzufangen, so ein bisschen zu kopieren, sage ich mal, die Styles. Auch wenn es nicht so extrem war. Aber ich habe mir halt gedacht, okay, die zeichnen alle. Ich kann ja auch zeichnen, sag ich mal. Und ich mache das einfach mal. Mal schauen, was draus wird. Naja, es war am Anfang ein bisschen, ja, okay. Ich nehme mal an, du hast dann auch eher mit Feral angefangen, anstatt gleich in Andro reinzuspringen. Die meisten Personen sind ja nur mal Andro. Aber wenn du von Warrior Cats kommst. Ja, ich hab nur Feral früher gezeichnet. Ich habe, glaube ich, auch bis vor 2 Jahren eigentlich nur Feral gezeichnet. Oh, okay. Ich war dann richtig so, so ein Sprung in die menschliche oder menschenähnliche Anatomie rein. Und jetzt ist es so, dass ich fast nur mehr Andro zeichne, fast gar kein Feral mehr, was ein bisschen traurig ist. Aber, ja. Das heißt, dann durchs Furry-Fandom bist du dann auf Andro gekommen. Also, du hast doch vorher schon Tiere dann gezeichnet, aber jetzt wolltest du sie halt eben auch Andro zeichnen. Mhm. Ja, und bei Persona. Ja. Also, meine Persona war auch, ich glaube, ein halbes Jahr oder bisschen mehr sogar, nur die ganze Zeit Feral, weil ich einfach noch nicht so Andro zeichnen konnte und mich auch nicht so getraut habe. Aber
Ja. Da passt dann vielleicht auch. Okay, ja. Ja, nee, du zuerst. Da passt vielleicht auch die Frage dazu von Pepex, oder ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Die typische Frage zuerst: Warum eine Katze als Sona? War das dann inspiriert von dem Warrior Cats Fandom oder hast du einfach immer schon Katzen gemocht? Oder woran liegt's? Ja, also das war dann doch inspiriert von Warrior Cats, weil Ende 2016, da habe ich mir eigentlich für Warrior Cats eine Sona erstellt, beziehungsweise einen Charakter, weil es war auf der Warrior Cats Amino App so gang und gäbe, dass man halt einen eigenen Charakter erstellt, der dann auch einen Warrior Cats Namen hat. Und bei mir war es so, okay, ich habe es mal geschafft, Dinsky zu erstellen, die so wie ich heißt als Artist und so nach meinen Wünschen aussieht. Jetzt brauche ich nur noch einen Warrior Cats Namen. Ja, zu diesem Punkt ist es nie gekommen, weil ich dann gleich ins Furry Fandom abgetaucht bin und mir dann gar keine Sorgen mehr über einen Warrior Cats Namen gemacht habe. Und ja, ich habe dann im Laufe meiner derzeitigen Persona-Karriere auch überlegt, will ich nicht doch eine andere Sona? Vielleicht ist es zu sehr an Warrior Cats gebunden und ich bin sozusagen in mich gegangen und habe nachgedacht, will ich jetzt wirklich eine Katze so? Und ja, ich will trotzdem eine Katze, weil sie sind flauschig. Ich kann mit Dinsky halt sehr viel machen, weil sie ist nicht nur irgendwas, Hauskatze, sondern sie ist gleich eine Siam und sibirische Waldkatze, also grazil und flauschig gleichzeitig. Und es passt einfach zu mir, wenn man irgendwelche Charaktereigenschaften von Katzen durchliest oder von Furry-Katzen, dann treffen die einfach auf mich zu, weil ich so ein bisschen launisch bin und aber auch ein bisschen durchgedreht und so. Das bin halt einfach ich. Und deswegen passt das einfach. Ich finde ja die Angst total süß zu sagen, das ist vielleicht zu weit verbreitet, Katzenfursona zu haben, aber tatsächlich sieht man unglaublich wenig Leute mit einem Katzenfursona. Also das Häufigste, was du halt siehst, sind halt die Huskies und die Füchse. Ja, und die Wölfe. Ja, genau. Also es ist schon mal eine schöne Abwechslung, eine Katze zu sehen. Ja, wir sind hier alle Katzen. Ja, also die meisten Katzen, die man so trifft, die sind ja dann gleich immer so abgespaced, dass irgendwelche Feuerkatzen sind oder Giftkatzen oder weiß der Geier was für Katzen. Aber Hauskatzen hast du eigentlich ganz selten. Das heißt, du wolltest ja auch, wie du jetzt gesagt hast, von den Katzenarten, die du ja auch ausgewählt hast, den Katzenrassen, du wolltest wirklich, dass die zu dir passen. Passt dann deine Persona auch? Hat die auch dann so eine Geschichte irgendwie oder sowas, was dann zu dir passt? Beziehungsweise basiert die Persona auch auf dir? Also, Dinsky basiert auf jeden Fall auf mir. Deswegen habe ich dann niemals irgendeine dramatische Geschichte zusammengeschrieben oder so. Wenn man mich fragt, wie Dinsky ist, muss man eigentlich nur mich fragen, weil ich Dinsky bin. Deswegen ist es ganz lustig. Also bei ihr, wie auch bei mir, ist einfach so, dass es eine Persönlichkeitsentwicklung gab, dass sie früher sehr schüchtern und introvertiert war und sich ein bisschen sehr beeinflussen hat lassen von anderen Sachen. Und sie hat sich aber dann selber herausentwickelt zu dem, was sie jetzt ist. Und sie ist auch immer sehr strebsam danach, sich immer weiterzuentwickeln. Und deswegen ändert sie sich auch ein bisschen vom Design immer wieder. Aber nur so ein bisschen. Also klar, so ein bisschen. Und auch vom Artstyle natürlich. Manchmal ist sie ein bisschen flauschiger und ein bisschen dünner oder ist nicht gravierend, aber halt, ja. Also entwickelst so, du also quasi deine Persona ein bisschen weiter, also so ein ganz kleines bisschen. Ja. Wie stehst du denn so generell dazu, wenn Leute sagen, ich brauche unbedingt noch eine zweite Persona, ich sprudel über vor Ideen? Ja, das kann man grundsätzlich schon machen. Bei mir ist es so, dass ich nicht wirklich zweite Sonas habe oder so, sondern ich habe andere alternative Versionen von Dinsky. Einmal Demon Dinsky und einmal Buff Dinsky, die einfach einmal Demon präsentieren, ein bisschen abgedreht hat und Größe und Stärke und Imposantheit, würde ich mal sagen. Und bei Buff Dinsky ist wirklich mal eine sehr sportliche Seite, so richtig Bodybuilder-mäßig. So. Was ich natürlich jetzt selber nicht erreichen werde, aber ich fand es halt einfach mega cool. Breite Schultern und schön strong.
Also du bist dann jemand, der sagt, okay, mit dem Versuch natürlich mich selbst repräsentieren, so wie ich bin. Und es ist jetzt nicht einfach nur ein fiktiver Charakter, den ich mir ausgedacht habe oder ich mache mal jetzt RPI-Charaktere etc. Ja, genau, so ist es bei mir. Deswegen kann ich auch mit Dinsky direkt keine Rollenspiele machen, weil das einfach zu sehr ich bin und das ist dann zu viel für meinen Kopf, würde ich mal sagen. Wir haben auch noch die Frage gekriegt von Ditsalo. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, garantiert falsch. Wie bereitest du dich eigentlich zum Zeichnen vor? Richtest du dir deine Umgebung entsprechend ein, um ruhig arbeiten zu können, oder kannst du einfach drauf loszeichnen? Also für mich ist es so, dass ich, wenn es ein freier Tag ist, ich wache auf und dann schaue ich mal, wie motiviert bin ich denn heute? Muss ich irgendwas machen? Und dann, wenn ich nicht so viel zu tun habe, dann gammel ich noch ein bisschen rum, ehe ich dann zum Tablet schreite, welches sich in meinem Arbeitszimmer befindet. Und das schaut eigentlich so aus, dass ich versuche, nichts Extremes vollzuräumen an diesem Platz, damit ich nicht zu viele Struggles habe. Und ja, ich drehe dann als allererstes mein Laptop auf und dann drehe ich mein Tablet auf. Und ja, dann schaue ich noch auf das Tablet, das nicht zu schmutzig ist. Und ja, was mache ich dann? Ich schaue, dass ich schön getrunken habe, damit ich nicht vorm Tablet sterbe, dann während ich zeichne. Aber rennt man dann nicht erst recht alle 2 Minuten erstmal auf die Toilette? So schlimm ist nicht. So viel Wasser nehme ich es auch wieder nicht mehr. Ja, dann starte ich. Ich habe nebenbei am Laptop Telegram offen oder für Affinity oder irgendwie sowas. Manchmal lasse ich mich auch ablenken, ehrlich gesagt. Aber dann, wenn es ans Zeichnen geht, dann mache ich erstmal Sketches und schaue, ob meine Hand eh heute zeichnen kann. Weil wenn sie nicht zeichnen kann, bin ich ein bisschen eingefressen und dann will ich nicht zeichnen. Meistens, also gibt es auch so richtig Tage, wo nichts geht? Also ist das häufiger? Ja, das ist nicht häufiger eigentlich. Das ist so 98% sind gute Tage und diese 2% sind halt mies. Es ist sehr, sehr selten gewesen, dass das wirklich ein Tag war, wo ich echt zeichnen hab müssen und mich dann ein bisschen durchringen hab müssen. Aber wenn wirklich solche Tage da sind, dann kann ich immer noch anmalen. So, das geht ja immer. Aber dann schauen vielleicht die Sketches ein bisschen anatomisch komisch aus. Und da muss ich halt einfach schauen. Hast du dann irgendwie auch so einen Wochenplan oder so? Also wie du so das aufteilst, wann du Art machst oder hast du auch artfreie Tage oder zeichnest du einfach, wie du jetzt gerade gesagt hast, wann es geht? Also im Moment zeichne ich dann, wann es geht, weil ich sehr viel schaffen möchte, jetzt im Mai und Juni, bevor es dann in die Sommerferien geht und Conventions und so. Aber auch, weil ich motiviert bin gerade im Moment, also ich quäle mich jetzt nicht. Aber wenn es eine normale Woche ist, so eine Arbeitswoche, wo wirklich alles geht und so, dann schaue ich, dass ich Montag bis Freitag nur zeichne und am Wochenende frei habe und irgendwas anderes mache, damit ich dann nicht wirklich nur den Tunnelblick aufs Tablet habe und gar keine Kreativität oder sonst mehr zulassen kann. Ja. Ja, wenn ich das so raushöre, bist du doch recht viel am Zeichnen. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen für Abwechslung sorgen. Wir machen eine kleine Musikpause und währenddessen könnt ihr weiterhin in Live-Chat eure Fragen schreiben. Und eine Frage von uns an euch. Wer von euch kennt denn überhaupt Warrior Cats und wie sehr hat es denn euch eigentlich inspiriert? Schreibt es in den Live-Chat. Und liebe Claudi, was kommt als nächstes auf die Ohren? Es kommt erstmal Stromae mit Papa Ue. Und danach kommt Away Titty mit Halt dein Maul. Und dann sind wir gleich wieder für euch da. Ja, auf FurryFM. Bis gleich. So, und da sind wir dann auch schon wieder beim Interview mit Dinsky. Wir haben euch ja vor der Pause gefragt nach Warrior Cats. Und wie es aussieht, kennen recht viele von euch Warrior Cats und haben auch schon eine Vergangenheit mit Warrior Cats. Aber jetzt versuchen wir mal ein bisschen weiter mit den Fragen nachzukommen, die ihr alle gestellt habt, so fleißig. Und zwar Lenny Blackpaw fragt: Kannst du einen Anfänger Tipps fürs Zeichnen geben? Beziehungsweise, ich denke mal, da geht es halt auch so darum, was hast du so mit der Zeit als Artist gelernt in den Jahren, was du gerne von Anfang an gewusst hättest?
Ja, also ich hätte gern von Anfang an gewusst, dass ich mich hätte zwingen sollen, Referenzen zu benutzen und nicht nur aus dem Kopf irgendwas hinzukraxeln. Es ist wirklich so, dass wenn man sich Tiere und Anatomie anschaut und auch mal abmalt oder so, dass man da wirklich was lernt. Das ist ganz wichtig. Also man muss jetzt nicht wirklich jedes Mal, wenn man zeichnet, Referenzen benutzen, aber am Anfang ist es schon wichtig, so irgendwie so 80% der Zeit schon Referenzen zu benutzen und sonst halt in der Schule oder so herumzukrixeln aus dem Kopf. Weil man sieht halt einiges. Also man hat nicht alles im Kopf, wie ein Tier ausschaut. Das ist einfach so. Oder was auch immer man zeichnen will. Und man sollte sich auch ein paar Tutorials anschauen von anderen Künstlern. Ich habe jetzt noch keine Tutorials leider. Aber manche Sachen, die sieht man auch nicht auf einer Referenz eben. Zum Beispiel, dass man zwischen den Augen ein Auge Abstand lassen sollte, damit es gut ausschaut zum Beispiel. Oder welche Formen man beim Kopf hervorheben kann, damit das noch toony und süß ausschaut und welche man eher klein lassen sollte oder so. Das kann man jetzt mit der Zeit lernen oder halt durch Tutorials. Und ja, sonst. Was hältst du von der Methode vom Abbausen, was ja sehr viele tun, oder in Normaldeutsch das Nachmalen? Also, das finde ich nicht gut, wenn man einen dicken Bleistift nimmt, wirklich ganz fett die Lines von dem Bild, was drunter ist, einfach abpaust, weil da lernt man irgendwie gar nichts, außer schön fest aufdrücken. Man sollte schon irgendwie die Anatomie in den Kopf reinkriegen, dass wenn man irgendwie so ein, wenn man jetzt einen Kopf abzeichnet, dann ist er eigentlich ein Kreis und deswegen sollte man jetzt nicht einfach nur die Haare draußen straffieren und abzeichnen, sondern einmal die ganze Grundstruktur so abzeichnen, also einfach einen Kreis machen, der halt auf dieser Vorlage drauf ist und dann erst die Ohren. Ich mache gerade irgendwie sowas im Stream, ich das meine. Aber es wirklich ganz genau abpausen, da lernt man jetzt nicht wirklich was von Anime oder sonst irgendwas. Auch wenn man jetzt niemanden dafür blamen kann, wenn er das am Anfang macht. Ja, es ist nicht so schlimm, aber wenn man jetzt wirklich weiterkommen will, dann muss man irgendwann weg davon. Irgendwann halt. Es gibt ja zum Zeichnen ja auch noch diese Holzfiguren, die man sich kaufen kann, die man dann in die unterschiedlichsten Posen ja dann reindrehen kann, wie man es gerne hätte. Was hältst denn du von sowas für einen Anfänger? Oder würdest du sagen, das ist schon ein bisschen too much? Das kann man ruhig kaufen eigentlich. Also ich habe jetzt keine solche Figur, weil ich irgendwie auch erst seit 2 Jahren davon weiß und mir noch keine gekauft habe. Aber ja, es kommt drauf an. Also bei mir persönlich ist das mit dem Sehen und Verstehen von wirklichen 3D-Sachen in echt ist es sehr spät gekommen. Ich habe irgendwie als Kind irgendwie habe ich mir sehr schwer getan, vor allem wie viele Beine irgendwas hat. Keine Ahnung, habe ich nicht gecheckt. Deswegen könnte dieses Modell bei einigen ein bisschen überfordernd sein, weil man nicht genau sieht, wie das ist und so, aber wenn man jetzt so wie ich ist und ein bisschen überfordert ist von dem, würde ich anfangen, erst irgendwie was auszudrucken und das abzuzeichnen oder halt digital oder jetzt am Computer einfach die Vorlage zu haben und dann am Papier das zu zeichnen. Das könnte man am Anfang jetzt machen und dann schauen, wie das ist, wenn ich jetzt irgendwas Echtes abzeichne, ob ich das ungefähr so hinkriege, ob ich die Struktur schon erkennen kann im Auge, dann kann man auch sowas kaufen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie teuer so eine Figur ist. Wenn die jetzt irgendwie nur 10 Euro kostet oder so, dann ist es ja okay sein, da ist was zu investieren oder gebraucht kaufen oder so. Weiß ich nicht so genau. Dann Ashy Krypton fragt dir dann auch noch, was für einen Umgang wünschst du dir von Kunden? Gibt es No-Gos für dich? Oh, das ist eine gute Frage. Gefällt mir. ja, also ich wünsche mir natürlich freundliche Kunden, die meine Art mögen, logischerweise. aber ich wünsche mir auch, dass der Kunde nicht jeden Tag
mich fragt, ob ich schon was gemacht habe an der Zeichnung, beziehungsweise wie es mir geht oder so ein extremes Smalltalk aufzwingen, das mag ich überhaupt nicht. Ich kann verstehen, dass man irgendwie freundlich sein will und so, aber das ist halt so, wenn ich jetzt nicht von mir aus irgendwie frage, ja, geht's dir so, was machst du so, dann werde ich wahrscheinlich auch kein Interesse haben, so Smalltalk zu führen, vor allem wenn ich schon zeichne und so, dann möchte ich jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit schreiben, logischerweise. Also das wünsche ich mir. Und Geduld wünsche ich mir auch. Und natürlich, dass man mir so schnell wie möglich antwortet, wenn ich Zwischenbilder schicke. Also man kann schon ein, zwei Tage so brauchen. Und wenn das länger braucht, dann mache ich halt eine andere Commission. Das ist einfach so. Weil ich will ja nicht ewig warten. Apropos Geschwindigkeit, da kam vorhin die Frage im Live-Chat, wie lange brauchst du so für, sagen wir mal, einen Telegram-Sticker, was optisch für einen jemanden, der sich nicht mit Kunst beschäftigt oder der es nur einfach nur ordert, wenig ist, weil ein Sticker an sich was Kleines ist. Ja, also ein Sticker braucht tatsächlich gar nicht so lange bei mir. Ich habe die Zeit gestoppt. Ein Trashy-Sticker braucht 20 Minuten bei mir. Das ist ganz schön schnell. Wobei, du hast ja eben noch diese Unterscheidung zwischen Trashy-Sticker und eben den normalen Stickern so bei dir. Was hat das für einen Hintergrund? Einfach so, um verschiedene Preiskategorien anzubieten, weil das sieht man auch nicht so oft. Ja, verschiedene Preiskategorien und einfach, weil als ich Telegram-Sticker angefangen habe, da wollte ich halt schnell irgendwas hinkriegen und mit diesem Trashy-Stil irgendwo bekannt werden, sage ich es mal, dass der einfach viral geht und so. Aber ich wollte halt auch so für mich selber eigentlich niemals Trashy-Sticker machen, weil mir das einfach zu wenig Effort ist. Hm. Und deswegen habe ich dann angefangen, schönere zu machen, weil ich ja weiß, dass ich ja zwei Stile kann. Und ja, zufälligerweise ist es ganz gut geworden, würde ich sagen. Aber ich habe auch schon oft gesagt, dass ich irgendwann aufhören werde, Trashy zu machen und nur noch die Detailed anbieten werde. Aber ich weiß gar nicht so genau. Es machen beide so viel Spaß. Und weil es ja jetzt auch vorhin um die Zeit ging, die du so pro Commission brauchst, was würdest du sagen, wie viel Commission schaffst du so im Monat? So durchschnittlich? Ich versuche mindestens eine alle zwei Tage fertig zu machen. So, ja, oder 1,5 alle zwei Tage ungefähr. Wie viele sind das dann pro Monat? Keine Ahnung, 15, 20, irgendwie so. Ich versuch's zumindest. Arbeitest machst du damit selbst nicht einen recht großen Stress damit? Ja, Stress ist so eine Sache bei mir. Also, ich versuch nicht zu viel Stress auf mir abzulagern. Weil Stress ist natürlich nicht gut. Aber wenn ich jetzt wirklich extrem Stress habe, dann schaue ich, dass ich ein paar Tage zur Ruhe komme. Eben wie gesagt, vorhin habe ich ja gesagt, Montag bis Freitag arbeiten und sonst zwei Tage frei haben. Dann versuche ich mich da wieder ein bisschen reinzuzwingen, dass ich mir wirklich auch Pausen nehme. Weil das habe ich jetzt vor kurzer Zeit gemacht. Da habe ich fast gar nichts gezeichnet und jetzt bin ich wieder voll drin. Also diese ganzen Pausen dazwischen, die helfen dann einfach, weil dann kann ich mich wieder schön konzentrieren, wirklich schnell zu arbeiten. Es ist besser, wenn man erstmal ein paar Tage Pause nimmt und dann wieder anfängt zu zeichnen und dann sieht man wirklich, dass man richtig motiviert ist und schön schnell. Das ist besser, als wenn man sich durchzwingt und wirklich plötzlich 3 Stunden für einen Trashy-Sticker braucht oder so. Das ist dann halt auch nicht mehr spaßig. Mhm. Wie gehst du dann da so ran an dieses, an die einzelnen Kunstwerke? Gehst du dann, sagst du dann, ich zeichne das eine bis zum Ende und dann das nächste, eins nach dem anderen? Oder was hast du da so für eine Arbeitsweise? Also ist bei mir, ich habe immer mehrere Commissions am Laufen. Und dann mache ich am ersten Tag so ziemlich alle Sketches. Schicke das an alle Leute. Und dann schaue ich, wer antwortet, der kriegt, also bei dem ist dann, also dann kann ich die Lines machen von demjenigen und ja, dann schaut es eigentlich so aus, dass ich niemals an einem Tag ein Bild wirklich fertigstelle, weil ich warte einfach dazwischen, dass die Leute antworten, damit ich ja nichts falsch mache und dass es schön zeitversetzt ist. Aber es geht sich auch immer so aus, dass ich jeden Tag irgendwie eine Skizze mache von irgendwem, damit ich auch reinkomme mit der Hand
und schauen kann, ob es eh passt und so. Okay, also wie viel läuft dann so parallel, wenn du das so nach Sektionen machst? Uff, also im Moment laufen parallel. Sind jetzt 6 Commissions, die gleichzeitig laufen. Okay, ist das so die normale Anzahl, würdest du sagen? Ja, es sind 4 bis 8 ungefähr, okay, die wirklich immer laufen. Gleichzeitig. Weil die Frage gerade im Live-Chat auch kam, gibt es dann auch manchmal Anfragen, wo jemand was fordert, was du zeichnen sollst, was du überhaupt nicht und auf gar keinen Fall zeichnen möchtest? Ja, das gibt's immer wieder mal. Das sage ich dann einfach nur freundlich. Das biete ich nicht an oder ich kenne einen Artist, der genau das anbieten würde. Ja, und dann hat sich das eigentlich dann meistens. Und was für Sachen sind das so, wo du sagst, das ist bei mir ein klares Tabu? Also, es sind hauptsächlich Bilder, wo ich meinen Charakter zur Verfügung stellen muss. Zu irgendwelchen Sachen, die ich jetzt in echt auch nicht wollen würde. Sei es jetzt irgendwie irgendwelche freundschaftlichen Partys mit Dinsky, wo ich die Person eigentlich gar nicht kenne, würde ich es nicht machen. Es ist harmlos ausgedrückt. Oder irgendwie irgendwas mit meinen Katzen, was ganz komisch ist. Sowas in der Richtung. Prinzipiell zeichne ich eh sehr viel in jeglicher Richtung, aber einiges, was halt eher in die Charakterrichtung geht von mir, das ist eher nicht so. Okay. Also unter dem Strich, du musst dich selbst damit wohlfühlen, dass du es dann zeichnen würdest. Genau. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Man will ja nicht irgendwo dann in einen Zusammenhang gebracht werden, man eigentlich gar nicht sein möchte. Du hast ja jetzt auch gesagt, manche wollen sogar, dass du deine Katzen zeichnest. Also für sie. Sind deine Katzen so berühmt? Ja, vielleicht. Zumindest einer davon ist sehr berühmt, würde ich mal sagen. Würde ich sagen, fangen wir doch mal direkt von vorne an. Also du hast Haustiere, Katzen logischerweise. Wie viele sind es denn? Ich habe 3 Katzen. Und die sind? Was für eine Sorte? Die sind eigentlich alles nur Hauskatzen, die damals meine Oma aus einem Reitstall gerettet hat. Sie hat ganz viele Katzen und sie hat sich da immer engagiert für hilfsbedürftige Katzen, sag ich mal. Und da stand schon vor 10 Jahren fest, dass wir welche von ihr bekommen werden. Und ja, da ist zuerst mal Percy zu uns gekommen. Und in weiterer Folge dann auch noch 2 andere, die aber keine Brüder sind. Die sind nur zusammengekommen und glauben, sie sind Brüder. Und das sind Charlie und Arsch. Und das meintest du dann wahrscheinlich auch mit dem besonderen Namen, auch mit der besonderen Katze. Ja, Arsch ist ganz besonders. Es kann natürlich auch etwas irritierend für andere sein. Ja. Also wenn das du am ersten Mal hört, der denkt sich wahrscheinlich, kannst du deine dritte Katze nicht leiden? Oh. Doch, er ist süß. Ja, süßen Dinge benennt man aber eigentlich nicht nach dem, worauf man sitzt. Wie bist du denn dazu gekommen, ihn Arsch zu nennen? Das war ein Struggle damals, weil ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Freddy und Henry. Und hast du Arsch genommen? Ja, ist die logische Wahl dazwischen. Natürlich, weil, keine Ahnung, er hat nie wirklich so gehört, ob Freddy oder Henry. Und dann habe ich mich manchmal geärgert oder so, weil er einfach so blöd ausgeschaut hat oder so. Aber auf freundliche Art und Weise natürlich, weil ich ihn liebe. dann habe ich ihn irgendwann Arsch genannt, er hat immer geantwortet. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, der heißt jetzt Arsch, Mama, okay. Und sie sagen so, ja, passt eh. Glaubst du, entsprechend schon witzige Situationen? Ja, natürlich. Ich sag sehr gerne, willst du meinen Arsch sehen? Und dann zeige ich Bilder von ihm. Dafür sorgst du für Verwirrung überall. Ja, das mache ich ja gerne. Aber die Leute im Live-Chat kennen auf jeden Fall schon deinen Arsch, also deine Katze zumindest. Ja. Ich habe auch mal ein Bild noch reingeschickt von dem Arsch. Das ist viel zu unschuldig aus für den Namen.
Aber so mit drei Katzen ist einiges los, denke ich mal, in der Wohnung. Ja, vor allem, wenn die ihre 5 Minuten haben und dann noch hintereinander. Hast du sonst noch Haustiere? Ja, ich habe noch ein Pferd. Es lebt aber nicht in der Wohnung mit. Das wäre auch etwas interessant. Wer hätte es gedacht? Denn? Also mein Pferd heißt Artifex. Ist ja auch ein recht spezieller Name. Ja. Was war da so der Hintergrund? Ich habe ja nicht nur Warrior Kids gelesen, ich war ja eine fleißige Leseratte. Da habe ich dann irgendwann ein Buch gekauft. Mein erstes Krimi-Buch, denke ich mal. Und das fand ich so cool. Das habe ich mir schön durchgelesen. Dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass der Mörder einfach Artifex heißt. Und ich fand den Namen so schön. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn ich mal irgendwann ein Pferd kriege, dann nenne ich das so. Das hat sich durchgehalten. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Musikpause. Ihr könnt euch schon mal so ein bisschen aufs Reiten einstimmen, denn da werden wir gleich nochmal intensiver drüber reden. Das klingt jetzt so falsch, aber ihr wisst, was ich meine. bleibt schön dran. Wir machen jetzt eine kurze Musikpause. Es kommt Sia mit I'm Still Here und dann Ellie Goulding mit Burn. Und dann sind wir schon wieder für euch da. Also bis gleich. Und da sind wir wieder hier auf 4FM, immer noch beim Interview mit Dinsky. Und eigentlich wollte Galax das machen, aber naja, Männer, ne? Wer kennt's nicht? Was? Was? Habe ich das laut gesagt? Wir waren hängen geblieben beim Reiten. Und zwar macht Dinsky ja auch Reitsport. Und davon wolltest du uns ein bisschen erzählen, und zwar von deinem Pferd. Du hast uns noch gar nicht verraten, was es für eine Rasse ist. Ja, also mein Pferd ist ein Haflinger. Er ist 8 Jahre alt und ich habe ihn seit er 3 war. Ich habe ihn somit selber ausgebildet. Und ja, ich habe jetzt vor fast 7 Jahren Reiten angefangen. Habe ihn somit ziemlich überstürzt gekauft vor 5 Jahren oder so. Wo ich noch nicht so viel konnte, aber ich hatte glücklicherweise Unterstützung von meinem Trainer. Deswegen ist er eigentlich ganz gut aufgeblüht und ist mittlerweile auch schon turnierreif. Und da kann man sich auch schon mal sehen lassen mit ihm. Was reitest du denn für Turniere? Ich reite hauptsächlich Dressurturniere, aber mich interessieren auch andere Sachen. Springen schaue ich auch gern zu und Vielseitigkeit und so. Aber er kann nicht springen, ich hab's versucht. Aber auch in Dressur ist, glaube ich, Hafi eher selten. Ja, es ist aber hier in Österreich ziemlich in, würde ich mal sagen, mit dem Haflinger einfach aufs Turnier zu gehen, weil die sind mittlerweile eh schon so gut trainiert und gezüchtet, dass du dich einfach damit blicken lassen kannst. Du wirst nicht mehr so komisch angeschaut. Ein paar Richter, die mögen einen vielleicht nicht, aber dann schaut man einfach vorher die Ergebnisse vom vorherigen Turnier an, wie da die Richter waren bei den Haflingern, und dann schaut man einfach, dass man nicht auf dieses Turnier geht. Das ist Cheaten, oder? Nein, das ist schlaues Ausnutzen und vorher strategisch nachdenken. So. Vor allem weiß ich auch wahrscheinlich, was kostet solche Turniere, also die Teilnahme. Ja, das ist ziemlich teuer und ich will ja nicht jedes Wochenende 200 Euro ausgeben und darauf hoffen, dass ich mit allen Schleifen und Pokalen heimgehe. So. Muss man schon schlau anstellen. Das kostet alles. Die Turnierpferderegistrierung, die Lizenzgebühr, der Name an sich kostet auch was am Pferd. Aha. Ja, weil er ist nicht als Artifex geboren und auf seinem Turniernamen steht auch nicht Artifex drauf. Er heißt Amazing Artifex am Turnier. Und das kostet wirklich was, die Namensänderung. Und das ist, ja. Aber das fällt mir Look einmal, at my oder? Horse. My horse is amazing. Okay. Was hast du gefragt, Bravura? Das zahlt man nur einmal, glaube ich, hast du gefragt, oder? Ja, eben. Also nicht, dass man da jetzt irgendwie so eine Lizenzgebühr monatlich zahlt oder so. Nein, die Lizenzgebühr und sowas zahlt man jährlich und den Namen zahlt man, ich glaube, eh nur einmal. Der ist es eh schon fix reserviert für immer.
Von daher. Ja, aber da bist du ja eigentlich ganz gut ausgelastet. Also Ausbildung, dann noch recht viel Zeichnen, 4 Haustiere, eins davon ein Pferd, das geritten werden will und pflegen muss. Also hast du da noch Freizeit? Ja, ich habe tatsächlich noch Freizeit, man glaubt es nicht. Und ja, diese Freizeit ist natürlich auch strukturiert. Ich plane immer alles, bevor ich mit meinen Freunden irgendwo hingehe. Muss ich mal schauen, dass alle Freunde überhaupt Zeit haben. Oder dass ich Zeit habe. Und ja, es gibt schon Momente, wo ich einfach nur zu Hause gammeln kann. Also. Oder wenn ich mal Zeit habe, irgendwo hinzufahren oder hinzufliegen. Wo ich dann auch zeichnen kann am Weg dorthin. Das heißt, du musst auch wirklich gerade mitten hinfliegen. Wie macht man denn das, wenn man dann 4 Haustiere hat? Ich habe da was ganz Praktisches. Das nennt sich eine Mutter. Okay. Die kümmert sich darum, wenn ich nicht da bin. Und sie freut sich aber noch ein bisschen, wenn sie das Pferdchen für sich alleine hat, was sie ja auch reitet. Ach so, und dann teilt ihr euch da quasi auch die Aufgaben mit der Betreuung? Oder wie macht ihr das? Ja, also wenn ich da bin, dann mache ich eigentlich alles am Pferd, außer Hufe auskratzen, ja, weil ich zu faul bin. Aber ja, das macht sie dann natürlich freudig, denke ich mal. Ich glaube, sie hört gerade zu. Ich glaube, die hört, dass ich das sage. und ja, dann übernimmt sie halt alles, wenn ich auf den Reisen bin. Ich hoffe, sie freut sich immer darüber, wenn sie das machen darf. Willst du mir zumindest ein, bitte. ja, und wenn ich dann da bin, dann machen wir eben das Herrichten gemeinsam, bis auf das Hufe auskratzen, was sie macht. Und dann geht's ans Reiten und wenn sie will, dann kann sie ihn auch reiten mit Betreuung von mir oder von einem anderen Trainer. Ist der Unterhalt nicht ziemlich teuer? Ja, der Unterhalt ist schon ziemlich teuer in Wien und Umgebung und überhaupt in Österreich. Aber wir haben einen recht guten Stall gefunden, wo wir auch bereit sind, das zu zahlen, weil einfach top ist. Tolle Qualität, tolle Trainingsmöglichkeiten und überhaupt ein Pferd muss gut gehen. Also eigentlich muss man die Trainingsmöglichkeiten hinten dran stellen. Hauptsache dem Pferd geht's gut, weil es bringt mir Top-Reithalle, wenn das Heu nicht gut ist und das Pferd keine Lebenserwartung hat. Also ja. Für so ganz Laien, mal angenommen, ich würde mir jetzt ein Pferd holen, mit was für Kosten muss man da so rechnen? Also Anschaffungskosten ab 4.000 Euro. Dann noch der Sattel und das ganze Zeug mindestens 1.000 Euro. Dann die Stallgebühr, sagen wir mal, um die 400 Euro. Pro Monat? Pro Monat 400? Ja, 400 Euro pro Monat. Ein Pferd frisst tatsächlich um die 100 Euro allein an Futter pro Monat. Es frisst, ich glaube, 12 Kilo Heu am Tag oder so. Das ist ziemlich viel. Vielleicht auch noch Kraftfutter, das ist ja auch nicht gratis. Ja, und dann natürlich noch die ganzen tierärztlichen Kosten und Hufschmied und alles. Und wenn man wirklich sparsam unterwegs ist, dann muss man doch alle 2 Monate 60 Euro beim Hufschmied da lassen und dann noch die Impfungen jedes Jahr oder jedes halbe Jahr um die 50 Euro, dann vielleicht noch Sattler um die 200 Euro und irgendwelche ganz neuen Sachen, die man unbedingt haben muss. Es kostet alles sehr viel Geld. Nochmal die Frage an die Zuhörer, haben wir denn noch mehr Pferdebesitzer, die gerade zuhören? Schreibt es mal in den Live-Chat. Und dann machen wir auch ein bisschen mit den Fragen weiter, weil wir wurden ja jetzt schon auch mit den Fragen von euch überhäuft, zum Glück. Master Yoshi hat noch gefragt, was kannst du jemandem empfehlen, der mit digitalen Zeichnungen anfangen möchte? Also ich denke mal, es geht ihm vor allem um digitale Zeichnungen. Also ich empfehle mal, in diverse Shops zu gehen und da mal zu schauen, was gibt's für ein Tablet für mich. Man kann zwar auch mit der Maus zeichnen, aber man kriegt irgendwann eine Sehnenscheidenentzündung, ganz bestimmt. Und dann schaut man einfach in diesem Shop, was für ein Typ an Zeichner man überhaupt ist. Schaut man mal, es gibt diese Tablets, die einfach nur schwarz sind. Da zeichnest du drauf und dann siehst du am Computerbildschirm, also
den du extra hast, siehst du, was du zeichnest. Manche Leute kommen extrem gut damit klar. Und dann gibt es aber auch Tablets, wo du direkt den Monitor, den Screen vor dir hast und darauf zeichnest. Und da muss man halt einfach schauen, worauf kommt man besser klar. Wenn man jetzt aufs Erste besser klarkommt, hat man eigentlich einen tollen Vorteil, weil da muss man nicht so viel Geld ausgeben. Aber wenn man jetzt so wie ich ist und viel zu unfähig ist, sowas zu benutzen, dann muss man schon mindestens 400 Euro oder so dafür ausgeben, damit man überhaupt so ein Tablet bekommen kann, wo man wirklich nur also auf dem Bildschirm zeichnet. Und ja, wenn man dann das richtige Tablet rausgefunden hat, dann sollte man sich ein paar Tutorials anschauen zu dem Zeichenprogramm, was man benutzen möchte. Und ja, weil da gibt es tolle Sachen, die nennen sich Ebenen und verschiedene Brushes und so. Und da soll man einfach mal ein bisschen herumspielen und sich auch nicht stressen. Das kann eine Weile dauern. Welches Programm nutzt denn du auf deinem Tablet? Ich benutze Paint Tool Sai, das erste und das zweite. Ich finde das einfach toll, weil damals habe ich mir gedacht, damit zeichnen alle gerade im Moment und ich renne jedem Trend hinterher. Aber nein, ich habe dann herausgefunden, das ist ja eigentlich ein mega geiles Programm. Das kann man fast so benutzen wie Photoshop, weil ich schon gute Photoshop-Skills vorher hatte. Und das benutze ich wirklich diese beiden Programme als Photoshop-Ersatz. Im Ernst. Ich weiß nicht, wie verrückt. Aber man kann wirklich auch Bilder einfügen und alles und die dann bearbeiten. Ja, ich finde es toll, wenn man echt schönes Line-Art machen kann. Und auch, wenn man was auswählt, dann hat man keine Pixel rundherum wie bei Photoshop. Und da muss man auch immer herausfinden, warum hat man jetzt so viele Pixel bei Photoshop. Und daher, dass ich eh zu voll bin, jetzt alle Bedienungsanleitungen von jedem Programm durchzulesen, sondern mir wirklich nur die Tutorials anschaue, habe ich dann einfach Sai genommen, womit ich eigentlich immer noch gut klarkomme. Und man kann auch gut die ganzen Fenster so herumschieben, wie ich es gerade im Stream mache. Und da kann ich einfach währenddessen die Refsheets und so anschauen. Sehr praktisch. Passt auch die Frage von Master Yoshi ganz gut. Braucht man zum Zeichnen irgendeine Art Talent oder kann man das lernen? Also fürs Zeichnen braucht man überhaupt kein Talent. Es ist vielleicht praktisch, aber Zeichnen ist wirklich nur eine Fähigkeit, die man sich über eine Zeit lang einfach antrainiert. Weil die Hand und dein Gehirn arbeiten zusammen und irgendwann entsteht was Schönes draus. Und das kann man einfach üben. Das ist halt wirklich das Schöne. Am Anfang ist es vielleicht frustrierend und ich kann auch bestätigen, dass es weiterhin frustrierend bleibt, weil man nicht immer glücklich mit seinem Art ist. Aber dann schaut man einfach, dass man runterkommt und das einfach nochmal versucht. Und irgendwann hat man auch dieses entspannende Gefühl vom Zeichnen, wenn man es weiterhin macht. Und das ist halt erstrebenswert, würde ich mal sagen. Aber denkst du nicht, dass man so ein gewisses Grundgespür für Proportionen und Positionen braucht, dass man sagt, dann kann man zeichnen? Es ist natürlich. Dieses Gefühl braucht? Es ist schon sehr praktisch, aber wie ich vorhin auch gesagt habe, ich habe mir schwer getan, es echte Lebewesen abzuzeichnen, weil ich das nicht die ganze Struktur nicht so erkennen konnte. Aber wenn man mir jetzt ein Bild gegeben hat, dann konnte ich wirklich wissen, wo diese einzelnen unsichtbaren Kreise in der Anatomie drin sind. Und das hat einfach voll lang bei mir gebraucht. Also Talent ist vielleicht mega praktisch, aber wenn man jetzt auch nichts draus macht, dann bringt es auch nichts. Dann kann der viel übt, viel mehr erreichen. Und deswegen sollte man sich da nicht drauf beharren, so, ja, ich kann das nicht, alle anderen können das eh viel besser als ich, ich versuche es gar nicht. Das ist kein gutes Denken. Man soll das machen, was man für richtig hält, was man machen will. Das ist ganz wichtig. Also gerade in der Anatomie, da kann man ja sein Leben lang dazulernen, da ist man ja nie ganz fertig. Ja, genau. Das ist halt auch das Spannende dran. Was damit auch, das Sprichwort ganz gut, ohne Fleiß kein Preis. Genau. Was damit auch irgendwie verbunden ist, ist, hast du Tipps, um Artblocks vorzubeugen oder ihnen entgegenzuwirken, hat Ditzalu gefragt. Also, oder hattest du selbst schon mal vielleicht auch Artblocks? Ja, also ich hatte nie richtige Artblocks. Ich habe
nur immer wieder wegen Warrakets Fandom gelesen, dass ganz viele wochenlang in Artblocks gegangen sind, sag ich es mal. Und ich habe das nicht so wirklich verstanden, was das jetzt genau ist, aber ich hatte damals auch nicht so viel gezeichnet wie jetzt. Und ich spüre sozusagen das Gefühl, bevor es sowas in die Richtung kommt, dass ich halt nicht so motiviert bin und so. Und ich mache das dann einfach so. Ich denke positiv natürlich. Und ich denke mir nicht, ja, ich kann eh nichts. Und ich sollte es eh nichts machen, ist alles kacke. Nee, ich denke positiv, ja, das wird schon wieder. Ich kann ja einfach später zeichnen oder morgen oder sonst irgendwann. Und dann schaue ich natürlich, dass ich mich ablenke und dass ich einen Plan mache, wie ich was... Also bei mir ist es halt so, wenn ich was plane, dann das motiviert mich extrem. Wenn ich in meinem Trello herumschiebe, was ich wann zeichnen will, dann bin ich richtig fixiert und happy darauf, wenn ich das endlich zeichnen kann, weil ich mich dann schön dran halte und so. Sowas in der Art könnte man jetzt machen. Es ist so ein leichter Druck sich geben, damit man auch wieder zeichnet und gleichzeitig irgendwie Freude, so ein bisschen was zu machen. Und ja, so. Ja, extrem. Das kenne ich auch, gerade bei Trello. Also Trello ist wirklich, wer es nicht kennt, das ist eine Webseite, auf der man sich selbst einen Plan machen kann, was man erfüllt, und das kannst du dann selber abhaken, was du alles schon gemacht hast und so weiter. Übrigens, Grüße von deiner Mama, die sagt, sie kratzt sehr gerne die Hufe aus. Ole. Wow, sehr schön. Super. Aber mit Trello, das ist ja nicht nur für sich selbst, sondern ich glaube, das betreibst du ja auch öffentlich, Dinsky, dass da auch andere reinsehen können und zum Beispiel sehen, ah, die hat da noch nicht mal angefangen oder sowas. Gibt dir das dann auch irgendwie so ein bisschen Druck da wahrscheinlich auch, ja, dass du, ja? Ja, es hat mir ja schon Druck gegeben am Anfang, als ich das erstellt habe, weil ich irgendwie mich ein bisschen gestalkt gefühlt habe, dass wirklich jeder 24 Stunden über ein Trello reinschaut, ob ich jetzt zeichne oder nicht, ehrlich gesagt. Aber irgendwann kommt man drauf, nicht jeder Mensch stalkt einen eigentlich. Und deswegen geht es mittlerweile so. Und ja, es ist halt trotzdem mein Trello. Es kann jetzt keiner sagen, du hast jetzt schon wieder eine Commission von jemandem eingenommen. Wie ich schon vorhin gesagt habe, ich mache 6 Commissions gleichzeitig. Da kann ich schon Commissions annehmen, so, auch wenn ich andere Sachen mache. Deswegen, wenn jetzt irgendwer was Böses sagt, dann ignoriere ich das einfach so. Oder ich gebe mir jetzt auch keinen Druck mehr so. Ich finde, dafür ist Trello auch richtig gut geeignet, damit die Leute eben auch sehen, dass du auch noch an anderen Sachen arbeitest und dass du produktiv bist, weil für viele kommt es ja immer rüber, als wären sie die einzigen Kunden, und wenn du in dem Moment nicht springst, wenn sie pfeifen, dann denken die immer, du wärst faul. Und mit Trello beugt man dem Ganzen sehr schön vor, finde ich. Ja, das stimmt. Das heißt, dass die auch die Kunden dann auch sehen, wie viel man eigentlich zu tun hat oder woran man überall gerade dran arbeitet. Genau. Ah. Das ist schon ein Vorteil. Das ist nämlich echt schwierig aus der Kundensicht. Da denken viele vielleicht gar nicht immer dran, aber wenn ihr bei jemandem was bestellt, dann ist der nicht sein ganzes Leben darauf fixiert, jetzt für euch eure Commission abzuarbeiten. Der hat auch andere Sachen zu tun. Ja, das stimmt. Also bei mir, weil ich halt vieles mache. Es gibt auch viele, die machen nur diese eine Commission für denjenigen, aber da gehöre ich einfach nicht dazu. Wir haben jetzt auch zum Beispiel eine Frage fast doppelt, nämlich die hat Shadowstream gerade auch nochmal gestellt. Würdest du irgendwann mal unter schlimmen Umständen aufhören zu zeichnen? Beziehungsweise Pepex hat auch die recht ähnliche Frage gestellt, würdest du irgendwann aufhören zu zeichnen, falls du da keinen Sinn mehr siehst? Also, ich sehe mich in der Zukunft als alte Frau, die immer noch zeichnet. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass ich einfach aufhören würde. Es gab viele Momente in meinem Leben, wo ich wirklich aufgehört habe, aber ich habe trotzdem gewusst, irgendwann fange ich wieder an, weil dieses Zeichnen einfach am Abend heimzukommen oder so. Es gibt mir einfach voll viel und das kann mir jetzt kein anderer Sport geben, was mir das Zeichnen gibt. Ich habe auch schon mal ein Jahr oder so nicht wirklich gezeichnet und da habe ich mich irgendwie nicht so toll gefühlt. Von daher denke ich mal nicht, dass ich das jetzt wieder machen werde. Und auch wenn irgendwas Schlimmes passiert, das ganze Furry-Fandom hört auf oder so, und es
gibt keine Personas mehr und nichts zum Zeichnen mehr. Ich will trotzdem zeichnen. Ich kann immer noch Tiere zeichnen. Und wenn es keine Tiere mehr gibt, kann ich immer noch Landschaften zeichnen. Also, ich weiß nicht, dass es keine Tiere mehr gibt. Ja, keine Ahnung. Landschaftszeichner. Das ist Segen und Fluch. Wenn wir jetzt gerade deine Mutti, Grüße gehen raus, im Live-Chat haben, ist es vielleicht mal ganz interessant, auch mal zu fragen, wie steht denn deine Familie so dazu, dass du im Furry-Fandom bist und wissen die, was ein Furry ist? Und wenn nicht, dann wissen sie es jetzt. Ups. Ja, also meine Mama weiß, was ein Furry ist. Das habe ich ihr irgendwie mal erklärt, glaube ich, oder so. Spätestens, als ich sie dann zu Comics mitgezerrt habe, im April, glaube ich, hat sie dann gecheckt, was das denn ist, diese ganzen kostümierten Wesen, die herumspringen und so. Und sie hat zwar vom Gesichtsausdruck meistens sehr irritiert geschaut, aber ich denke, es hat ihr Spaß gemacht. Sie hat auch dann später auf WhatsApp den Status mit Furries reingestellt. Also, oh. Ja, und das heißt, abgesehen von meiner Mama, wissen alle anderen auch Bescheid? Oder ist das eher so ein Ding, das behält man halt für sich und wenn jemand fragt, dann nein. Ja, also ja schon so, wenn jemand fragt, dann sage ich das einfach. Ich habe keine Ahnung, ob das ist, meine restliche Familie so weiß. Ich meine, die sind halt alle so tierisch engagiert, wie meine Oma, die 20 Katzen hat. Ich glaube, ihr wird das so wurscht sein, wenn ich ihr das sage. Wenn ich auch sage, so, ja, Oma, du könntest Fursuits anfangen, kannst Geld verdienen damit, dann würde ich wahrscheinlich sagen, cool. Cool, ich hier nimm eine Katze. Cool. So das heißt, verrückt ist sie noch nicht. Das heißt, du gehst da recht offen damit um, mit dem ganzen Thema auch insgesamt. Also da hast du keine Probleme mit Feuer. Ja. So. Warte, dann deine allererste Begegnung mit dem Furry-Fandom, also eine echte Begegnung, dass du jetzt zum ersten Mal auf einem Stammtisch, auf einer Convention, auf einem Dance oder so warst? Also, meine allererste Begegnung war wirklich auf der EF 2017, wo ich natürlich direkt schön überfordert war mit so vielen Gestalten, wo mir dann wieder eingefallen ist, oh, ich habe eigentlich Angst vor kostümierten Wesen. Ja, deswegen habe ich auch fast keinen angesprochen, mit mir ein Foto zu machen. Und ich habe auch nicht wirklich interagiert mit denen, weil ich nicht wusste, was ich tun soll. Aber auch solche Erfahrungen, da lernt man was im Leben. Und ich bin dann trotzdem weiterhin zu Conventions und Stammtischen und sonstigen hingegangen und habe sozusagen meine Angst überwunden. Und dann habe ich auch ein Fursuit beauftragt und jetzt ist die ganze Angst schon weg vor diesen riesigen Tieren. Also vom Kulturschock dann in der ersten Minute an der EF dann irgendwie dann so immer mehr dran gewöhnt da, dass du dann gleich selbst deinen eigenen Fursuit willst. Mhm. Das ist ja schon ein harter Referenz. Ist erst am Anfang schon ganz schön hart, aber andererseits kann man sagen, viel schlimmer, größer geht's nicht mehr. Gut, schlimmer. Also im übertragenen Sinne, aber das ist dann schon ziemlich ins kalte Wasser. Ja. Klar. Weil wir jetzt ja auch schon vom Fursuit gesprochen haben, oder Bravura? Oder Bravura? Ja, haben wir vielleicht was gesprochen? Okay. Sind wir vielleicht, weil du was sagen wolltest. Nein. Ich will immer andere Leute ausreden lassen. Also, wir haben jetzt schon über Fursuit geredet und du hast ja jetzt auch, wie wir gerade schon angesprochen haben, auch ein Fursuit. Der ist ja auch an deiner Main-Sauna Dinsky angelehnt, beziehungsweise ist deine Main-Sauna. Wer hat den denn gemacht? Den hat Seraphine gemacht. Ich glaube, die war das sogar auch mal im Chat vorhin. Ja, oder? Hat vorhin auch geschrieben. Auch eine Österreicherin? Nein, aus Deutschland. Eine sehr tolle Person. Haben uns schon zweimal in echt gesehen. Echt unglaublich freundlich. Und wie bist du auf sie gekommen? Also aus Deutschland ist ja jetzt nicht die Nachbarschaft. Also wieso genau sie auch als... Ja, das war, weil ich im Furry Amino Chat, so einen deutschen Chat, habe ich einfach ein bisschen mitgeschrieben. Und da ist sie unter anderem reingehüpft und wir sind ins Gespräch gekommen und irgendwann ging es so um Fursuit, so, ja, habe ich halt mitbekommen, ich möchte gerne Fursuit machen als
allerersten Versuch und braucht dafür jemanden, der ihr Testopfer ist. Und ich habe mir so gedacht, okay, melde ich mich einfach mal. Und ja, dann ist einfach dazu gekommen, dass meine Sona ihr erster First Hit sein durfte. Und wie man auf den Fotos auch sieht, ist er auch echt schön geworden. Ja, also für den ersten First Hit echt sehr gute Qualität. Finde ich, ich finde ihn so schön und flauschig. Topfell. An der Stelle auch mal die... An der Stelle auch mal, jetzt sprich weiter. An der Stelle oder auch mal die Frage an allen, die gerade hören, habt ihr denn auch schon First Hit und wann habt ihr denn eigentlich Kult? Und damit werden wir jetzt auch eine kleine Musikpause machen. Was haben wir denn als nächstes on the line? Wir haben Musikwunsch, der vorhin im Live-Chat gepostet wurde, nämlich KDA mit Popstars. Wenn ihr noch Musikwünsche habt, könnt ihr gerne noch mal in den Live-Chat posten. Wenn wir es nicht haben, dann können wir es nicht spielen, habt ihr Pech gehabt. So. Und danach kommt noch mal Lucas Graham mit Love Someone. Someone wollte ich sagen. So, und wir sind jetzt gleich wieder für euch da, also dranbleiben. Bis gleich! So, und da sind wir jetzt schon wieder nach drei, wenn ich richtig mitgezählt habe, schönen Songs. Ja. Was? Sehr gut, ich kann zählen. Gezählt. 1, 2, 3. Juhu. Das ist übrigens die ganze Qualifikation, die wir hier brauchen, wenn wir Moderatoren suchen. Einfach muss ich dann aber auch vorzählen können, ne? 4 ist sogar noch besondere Qualifikation hier. Ja, das ist besonders qualifiziert. Auf jeden Fall. Wir haben ja schon vor der Pause über dein First Look geredet. Und was mich selbst immer interessiert ist, warum die Leute sich für einen 2D und warum sie sich für einen Realistic Suit entscheiden. Was war es so bei dir? Also wir sehen ja, es ist ein Toonie, aber warum ein Toonie eher als ein Realistic? Beziehungsweise hattest du überhaupt die Wahl, nachdem es ja ein Test war? Stimmt auch. Ich hatte jetzt nicht unbedingt die Wahl, denke ich mal, aber ich wollte sowieso was Toonigeres haben, einfach weil das viel mehr Glück und so und Freude und so ausstrahlt und weil es einfach viel süßer aussieht. Deswegen habe ich mir gedacht, du brauchst einen süßen, flauschigen Dinsky-Toonie-Suit. Und wenn ich jetzt irgendwie plötzlich reich werden würde oder so, wäre es natürlich cool, wenn ich mehrere Fursuits von mehreren Leuten hätte. Und dann wäre vielleicht auch ein realistischer dabei, aber wirklich nur von jemandem, der das so wunderschön macht, mit schön airbrushed und so. Es ist richtig feines Fell ist und wirklich. Okay. Ich kenne da eine, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, leider. Habe ich mal auf Twitter gesehen von einem braunen Katzen-Suit, der wirklich extrem schön war. Aber es ist dann wieder so schön, dass du damit gar nicht rausgehen kannst, weil du Angst haben musst, dass da irgendwas passiert mit dem schönen Kopf. So. Stimmt, wenn man da so viel Geld dafür gezahlt hat, fass ihn nicht an, mein Suit. Ja, genau. Passt jetzt auch die Frage von Shadowstream ganz gut. Würdest du dir auch mal ein Fullsuit anfertigen lassen, beziehungsweise selber machen? Ja, also ich habe in Planung, dass ich mir den Body jetzt selber mache. Von meinem Suit. Das heißt, ergänzend zu deinem jetzigen Suit noch willst du einen eigenen Body machen? Genau. Ah. Ja, okay. Also, weil es nicht unbedingt immer so ein Muss, aber jetzt habe ich ziemlich viel gesuitet dieses Jahr und ich habe einfach festgestellt, vieles wäre einfach viel schöner, wenn ich einfach einen Buddy dazu hätte. Außerdem muss ich dann nicht jeden Tag, wenn es jetzt mehrere Convention-Tage sind, überlegen, was will ich für ein Outfit anziehen und ich muss mich auch nicht ärgern, wenn man auf irgendwelchen Fotos die Haut sieht, ein bisschen von den Armen oder so. Deswegen wäre dann Buddy ganz praktisch und sieht natürlich dann aber extrem flauschig aus. Du hast aber natürlich den Vorteil, dass es nicht so warm ist, weil mit deinem Fullsuit, wenn man dann ein paar Stunden rumläuft, wird es halt schon ziemlich warm da drin. Ja, das stimmt schon. Da muss man halt schauen, dass man was drunter anzieht, eine Kühlweste oder so, damit man nicht stirbt. ich würde das dann einfach ausprobieren, wie lange ich aushalte, weil mit dem Partial, da halte ich schon ziemlich lange aus, um die 6 Stunden oder so. Und wenn es im Buddy schon so 2 Stunden geht oder so, das wäre schön. Dann kann man ausreichend Fotos machen und Leute treffen und herumblödeln und so. Hast du denn schon aber mal einen Fullsuit anprobiert? Oh nein. Weil manche Leute lassen ja ihre Fullsuits andere anprobieren. Also. Ich habe wirklich vor Dinsky keinen einzigen Suit angezogen.
keine Fremden, oh, okay. Nichts. Und auch jetzt, oder? Ich habe von Elsie habe ich schon die Suits anprobiert, von meiner besten Freundin. Von einer meiner besten Freundinnen natürlich. Und ja, es hat sich anders angefühlt, aber ich habe erst keinen Body noch nicht anprobiert. Ich kann mir vorstellen, dass es warm und flauschig und wie ein Badeanzug, der flauschig ist, denke ich mal. Ja. Wie sieht es denn aus bei den Full Suit, First Suit? Wie lange hält es ihr denn so aus, wenn ihr das anhabt und jetzt auf einer Convention umherlauft? Was denkt ihr? Was ist so die Damenzeit, bevor es echt schlimm wird und man sagt, okay, jetzt muss man ausziehen? Ich denke, das hängt auch immer irgendwie am Verhalten von den Fursuitern ab. Also irgendwie, ob die total wild sind, rumspringen und so tanzen oder was weiß ich was. Und manche laufen ja einfach nur rum. Was bist du da so für eine Persönlichkeit im Suit, Dinsky? Ich bin ziemlich verrückt. ich kann zwar nicht tanzen oder mich in irgendeiner Art und Weise rhythmisch schön bewegen, aber ich mach's trotzdem. Weil es mir im Fursuit dann sowieso wurscht ist, was andere von mir denken. Von daher... Ich schaue auch immer wieder, sehe ich irgendwas, wo man coole Videos oder Fotos machen kann oder sehe ich irgendeinen Menschen, den ich unbedingt natürlich liebevoll begutachten möchte oder nerven möchte. Ich bin sehr selten in Ruhe. Du könntest es also auch mal vorstellen, auf einen Dance zu gehen? Wenn ich tanzen könnte, schon. Also würde ich es noch ohne Suit ein bisschen üben. Im Tanzen und dann würde ich da schon mitmachen. Gut, man muss ja nicht ziemlich so extrem tanzen. Es reicht ja schon, wenn man so ein bisschen mitmacht. Bei den meisten Dances zumindest. Ich muss da schauen, aber es wäre cool. Hast du denn auf den Stammtisch schon mal gesudet, beziehungsweise darfst du es überhaupt beim Wiener Stammtisch? Also auf dem Wiener Stammtisch darf man es nicht. Und auch in Österreich generell nicht eigentlich. Wegen dem Vermummungsgesetz. Ach, stimmt ja, ja. Ja, ist ein bisschen unpraktisch. Das wäre echt schön. Einfach so. Das ist vielleicht ein guter Punkt. Wie geht's dir denn da eigentlich um damit? Gerade als Fursuiter. Also, ja, ich kann halt nicht random auf die Straße gehen und sagen, hallo, ich bin Furry, umarmt mich. Das muss halt schon irgendeine Veranstaltung sein, wo das dann erlaubt ist. Wie Comic-Con oder sonst irgendwas. Was halt auch der Grund ist, warum ich zu vielen Comic-Cons gehe, obwohl ich jetzt nicht wirklich Interessen an Comics habe. Einfach damit ich das suiten kann. Das heißt, hast du auch manchmal irgendwie zum Beispiel einen eigenen Stand auch auf diesen Comic-Cons oder bist du da wirklich nur zum Suiten da? Also ich habe durchaus schon manchmal einen Stand dort. Ich schaue auch immer, dass ich mich da bewerbe und eventuell einen Stand kriege. Und es hängt dann auch davon ab, ob ich dort auch auftauche, ob ich jetzt einen Stand kriege oder nicht. Weil wenn das jetzt, wenn der Eintritt sonst 30 Euro kostet, dann möchte ich da eigentlich nicht ohne Tisch hin, weil 30 Euro ist mir zu viel, einfach nur um auf eine Comic-Con zu gehen, wo vielleicht 5 bis 10 andere Suiter dabei sind. Du sprichst jetzt gerade die Comic-Cons an. Auf welche gehst du denn oder bist du gegangen in der Vergangenheit? Ich bin jetzt hauptsächlich auf die Comics gegangen und noch auf die Welser Comic-Con. Waren sehr tolle Cons. Gehst du auch dieses Jahr wieder auf Conventions? Also hast du da schon einen Plan für dieses Jahr? Ich habe dieses Jahr ganz viele Furry-Conventions in Planung. Zum Beispiel? Gehen wir mal nach der Reihe durch. Das ist erstes Mal beginnend Ende Juni die Lakeside First. Dann direkt danach Androcon. Danach direkt danach Chess Fair. Dann mal einen Monat Pause. Dann geht's auf die EF. Und dann muss ich doch schauen, die letzten Monate, ob ich da irgendwas mache. Vielleicht die Golden Leaves Con oder eine spanische Con, von dem ich den Namen vergessen habe. Ja. Das ist schon nächstes mal ganz ordentlicher Tourplan. Ja. Warst du schon mal auf einer amerikanischen Con? Also, nein. Oder wäre das dann dein erstes Mal? Okay. Das ist dann mein erstes Mal Amerika, mein erstes Mal Convention, mein erstes Mal ganz viele neue Menschen. Da gibt es dann wahrscheinlich wieder einen neuen Kulturschock dann mit noch mehr Furries und... Ja. Ich habe mir Videos angeschaut.
Das Ork. Ich gehe mal davon aus, das kommt nicht von ungefähr, einfach mal so Androkon besuchen. Ja, das hat den Grund, dass ich mich unbedingt da mit meinem Freund treffen möchte. Den ich dort zum ersten Mal sehe. Deswegen, bevor ich jetzt einfach nur so hinfliege, kann man das gleich mit der Androkon verbinden. Damit man einfach ein bisschen Sicherheit hat, sage ich jetzt mal. Falls doch irgendwas schief läuft, hat man trotzdem eine schöne Erinnerung an die Androkon. Hm. Die Fernbeziehung nach Amerika, das stelle ich mal anstrengend vor. Beziehungsweise muss man aushalten, dass man sich halt nicht so oft sieht. Ja, also ich hatte eigentlich nur Fernbeziehungen. Von daher bin ich so gewohnt. Ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß, wie ich die günstigen Flüge kriege. Und wie ich wann frei machen sollte von der Zeit her. Und ja, das geht schon. Zumindest von meinem Part her. Oh, das heißt, du wirst jetzt nicht nur einmal nach Amerika fliegen. Also wenn es klappt, würde ich dann schon gern nächstes Jahr wiederkommen. So, nachdem ich meine Matura-Zulassungsprüfungen fertig habe, könnte ich so Ende Februar nochmal kommen. Und wenn ich da meine Matura mache, dann gehe ich ja nicht mehr in die Schule, sondern ich mache dann nur noch die Prüfungen. Und da kann ich dann dazwischen einfach nach Amerika düsen oder auch dort lernen, dort Commissions machen. Oh, okay. Ja. Und dann einfach wieder vor Oktober ungefähr zurückkommen. Okay, so lange werde ich jetzt nicht in Amerika bleiben, aber theoretisch könnte es die Zeit zulassen. Und dann Medizinstudium und dann schaue ich, dass ich in den Ferien immer rüberkomme. Oder umgekehrt. Okay. Das heißt, du reist dann auch gerne an und für sich mal, weil da bist du ja schon wirklich viel unterwegs. Ja, ich reise echt sehr gerne. Ich schaue jetzt auch, dass ich noch mehr auf Stammtischen in Österreich vertreten bin. Welchen? Noch ein bisschen weiter weg. Okay, ja, cool. Also versuchen auch mal so in ganz Österreich irgendwie oder einen Teil davon abzudecken. Ja, das wäre cool. Ja, wurde schon gefragt, ob du auf den Tiroler Stammtisch mal kommst. Ja, vielleicht. Wenn ich unbedingt kommen soll, dann komme ich gerne. Was Shadowstream zum Beispiel vorher gefragt hat, könntest du dir ein Leben ohne das Furry-Fandom vorstellen? Also was dann natürlich auch irgendwie ein bisschen mitschwingt, was bedeutet denn Furry überhaupt für dich? Ja, was bedeutet Furry für mich? Also ich habe irgendwie bis vor 2 Jahren oder 3 Jahren gar nicht mehr gecheckt, was das überhaupt ist. War aber irgendwie schon ein Furry und habe nicht gecheckt, dass ich Furry bin. Also ich glaube mal, dass ich schon ohne Fandom leben könnte, weil ich ja für mich trotzdem immer ein Furry bleiben werde. Da wird sich ja nie was ändern. Und ich wüsste es auch nicht unbedingt, warum ich aus dem Furry-Fandom austreten sollte und warum. Weil wenn ich das tun würde, müsste ich ja meine ganzen Social Media löschen und was soll ich dann zeichnen? Und warum soll ich das tun? Wüsste ich jetzt nicht, warum. Das ist immer drin, immer drin. Ja, einmal drin, immer drin, vor allem als Artist. Das wäre extrem dramatisch, wenn ich jetzt einfach abhauen würde für immer und ewig. Warum? Und so. Ich habe nicht vor, einfach abzuhauen. Das verspreche ich. Wir hatten ja auch schon Gäste, die mit dem Furry-Fandom, ich sag's jetzt mal so, nicht zufrieden waren, die sich aktiv zurückgezogen haben, aber zumindest künstlerisch da weiterhin noch aktiv geblieben sind. Mhm. Was eben auch sagten, das ist dann schon was Essentielles, was man dann weitermacht. Ja, also es kommt immer auf die Leute an, die ein Fandom bilden oder halt eine Gruppe. Und wenn ich bestimmte Leute nicht mag, dann zwingt mich keiner, dass ich mit denen weiterhin in Kontakt bleiben muss eigentlich. Weil vor allem ist es mega praktisch im Furry Fandom, fast alles passiert eh übers Internet. Das heißt, wenn ich jemanden nicht mag, muss ich den einfach nur entfernen. Und damit hat sich's eigentlich. Wir haben von Snerps noch die Frage bekommen, seit du im Fandom beigetreten bist, hat sich da viel verändert, der Umgang, die Ansprüche an die Leute etc.? Es ist freundlicher geworden. Okay. Tatsächlich. Weil einfach, auch wegen mir, weil ich offener bin für die Leute, weil ich schaue, dass ich mehr Leute kennenlerne und einfach schaue. Was passiert? Was für Leute, mit welchen Leuten kann ich gut umgehen und so. Also es hat sich positiv verändert. Wenn ich irgendwas Negatives sehe, dann ignoriere ich das einfach. Schau, dass ich mich nicht damit auseinandersetze.
Also so wie es auch scheint, hat Furry sein auch wirklich in deinem Alltag, auch schon wenn es jetzt der Stammtisch und Conventions und sowas ist, schon wirklich auch einen großen Anteil. Schon. Du hattest ja im Vorgespräch erzählt, du bist ja auf den Stammtischen sehr aktiv, und zwar auf zwei. Einerseits in Linz und in Wien. Und du meintest ja, du bist ja da quasi einfach nicht nur ein Stammtischgast, sondern du machst da ein bisschen mehr. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen? Ja, also was heißt ein bisschen mehr? Ich bin halt Artist und habe immer meine Sachen mit. Ich zeichne immer. Wenn ich aufs Getränk warte, zeichne ich. Wenn ich aufs Essen warte, zeichne ich. Wenn ihr mir redet, zeichne ich und versuche trotzdem in die Augen zu schauen, weil ich höflich bin. Ja, und wenn sich irgendwie die Möglichkeit gibt, jemandem etwas zu zeichnen, gegen irgendeine kleine Spende oder so, dann mache ich das natürlich auch gerne. Manchmal nehme ich sogar mein Tablet mit und mache sogar Commissions dort, je nachdem. Vor allem, wenn die Rechnung kommt. Ja, ich zeichne dir was. Gerne. Also ich bin da gar nicht so aufdringlich. Ich gehe da jetzt nicht zu irgendjemandem hin und sage, hey, wir sind eine Commission, ich will gratis essen. So bin ich eigentlich gar nicht. Wenn, dann sollten die Leute das von sich aus vorschlagen. Ich traue mich das gar nicht zu fragen. Ich fühle mich dann zu unhöflich, wenn ich das tun würde. Aber wenn ich es noch richtig im Kopf habe, warst du dann ja auch jemand, der neue Leute in den Stammtisch irgendwie einweist, oder? Ja, eigentlich schon, oder? Also ich schaue einfach nur, weil ich ja auch Psychiater werden möchte, ist mir das Wohl von anderen Menschen sehr wichtig. Und deswegen, wenn sich irgendwer zurückzieht, dann schaue ich, oder ein neuer Mensch kommt, dann schaue ich, dass ich den da irgendwie einbinde, freundlichst. Oder mich mit dem anfreunde oder so. Auch wenn ich jetzt keine große Position auf einem Stammtisch habe oder so. Aber ich versuche einfach immer freundlich zu sein zu jedem und ihm irgendwie positive Erfahrungen mitzugeben. Leg dich erstmal dort auf die Couch und erzähl mir, was dich bedrückt. Wie groß ist denn der Wiener Stammtisch? Ja, das sind schon so 40 Leute ungefähr. Okay, das sind auch einiges. Voll, ja. Ziemlich voll, ziemlich laut, ziemlich lustig. Schon Erfahrung. Es rennt halt keiner im First rum. Habt ihr auf dem Stammtisch auch das Phänomen der Grüppchenbildung, dass sich so die Interessensgruppen zusammensetzen? Ja, schon. Wobei am Wiener Stammi da lösen sich manchmal die Grüppchen und bilden sich dann neu, habe ich das Gefühl. Deswegen kommt man mit jedem so ins Gespräch. Außer die jetzt wirklich nur sitzen und sich nicht bewegen, was nicht schlimm ist. Aber ja. Also im Linzer Stamm zum Beispiel, da sind es eher schon die Grüppchen, aber da das ist ja auch nicht schlimm. Man muss einfach schauen, dass man mit den Leuten connecten kann. Die sie auch selber anspricht und nicht nur wartet, dass einen jemand anspricht. Also wenn man noch nie auf dem Wiener Stammtisch war, kommt man sofort ganz gut rein. Ja, auf jeden Fall. Wir wissen ja aus den Nachrichten, ja, dass er der ORF vor kurzem bei euch war für so ein kleines Interview. Da stelle ich mir vor, dass es da ziemlich aufregend zugegangen ist, oder? Ja, also wegen dem ORF-Interview, da war ich gar nicht dabei, weil das war auch im Fernsehen und das war extern vom Stammi. Aber es war mal der, ich glaube, O3 oder so, Radiosender war mal bei uns und da wurde ich auch interviewt. Das war sehr laut. Ich glaube, der Interviewer hat ein bisschen confused gewirkt, dass er so laut war. Aber ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu erzählen soll. Anscheinend ist man in Österreich wesentlich mehr interessiert an so Furry-Stammtischen, als das in Deutschland der Fall ist. In Deutschland würde sich kein Sender, ob Radio oder Fernsehen, auf einen Stammtisch begeben. Na, wahrscheinlich nicht mal in der Hauptstadt, wenn es so groß ist. Ich denke mal, das wäre dann wahrscheinlich aber auch irgendwie der Hauptgrund irgendwie, wenn er so groß ist, dass es irgendwann mal aufgefallen ist. Aber wir haben ja auch in den Großstädten Stammtische. Nicht, dass ich wüsste, dass die da auch mal irgendwelche Interviews hatten. Nee, das ist irgendwie in Deutschland eher untypisch. Hier hält man nur drauf, wenn man Firsted Walk sieht. Und na gut, auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich bei euch in Österreich nicht so viele Firsted Walks geben, eben wegen dem Verhinderungsgesetz. Ja. Die wurden ja, wenn es gerade kollidiert, das war der Ö1, der da war. Oh. Der Stammtisch.
Danke fürs Korrigieren. Das sind übrigens wahnsinnig einfallsreiche Radionamen, die es bei euch in Österreich gibt. Ja, in der Schweiz aber auch. Ja, das ist... Haben wir auch einen Schweizer Rundfunk, oder? Ja, genau. SRF 1, 2 und 3. Okay, das ist in Bayern auch so, bayerischer Rundfunk. Ja, die Bayern, auch so ein Ausland. Ja, damals waren wir sehr kreativ mit der Namensgebung. Ja, aber da weiß man, was es geht. Naja, Maili, den du ja bestimmt auch vom österreichischen Stammtisch kennst, hat ja auch gefragt, auf welches Bild beziehungsweise welche Arbeit bist du am meisten stolz? Uff, ich bin eigentlich immer aufs aktuellste Bild am meisten stolz, weil das einfach mich, also meine Kunst direkt darstellt, auf die ich einfach stolz sein kann. Also ich habe jetzt kein Bild, was ich vor Jahren gemalt habe, was immer noch so toll ist, weil ich eigentlich immer schaue, dass ich mich verbessere und deswegen kann nur das aktuellste Bild das Bild sein, auf das ich am meisten stolz bin. Und ja, das kann ich jetzt leider hier nicht zeigen, aber das kann man dann in meinem Art-Channel oder Furfinity oder so dann sehen, das ist wahr. Aber wenn ich das reingestellt habe, habe ich wahrscheinlich dann schon wieder ein anderes Bild, auf das ich mehr stolz bin. Aber es sind eher nicht Sticker oder so, auf die ich stolz bin, weil die gehen ja einfach so runter. Es sind dann eher fertige Bilder, irgendwelche Full-Bodies mit Shading und so oder Paintings, auf die bin ich dann stolz. Also vor allem ja, weil du auch so ein paar Gemälde oder sowas schon gezeichnet hast, also da auch eher in die Richtung. Mhm. Also je aufwendiger dann auch, desto stolzer genau. Ist man ja auch logischerweise irgendwie, was man da alles an Arbeit reingesteckt hat. Ja. Gut, liebe Leute, an der Stelle machen wir noch eine kleine 22 Uhr Musikpause. Claudi, was hast du für uns Schönes vorbereitet? Musik? Wer hätte es gedacht? Was? Ja, und zwar All Saints mit Pure Shores und danach kommen die Black Eyed Peas mit Let's Get It Started. Das kommt gleich ein bisschen spät, aber naja, egal. Wir sind dann gleich wieder für euch da, also schön dranbleiben, bis gleich. Ja, wir haben es eigentlich schon 20 nach, aber aus Budgetgründen wurde das gekürzt. Es ist jetzt eigentlich 22 Uhr, also alle bitte mal die Uhren zurückstellen. Aber ja, ihr habt es gehört, es ist 22 Uhr durch. Jetzt alle, die nicht 18 sind, bitte verlassen. Ob es dann wirklich tut, weiß ich nicht. Ich hoffe es mal. Aber wir sind jetzt am letzten Part des Interviews und wir haben so viele Fragen von euch gekriegt, dass wir noch nicht alle beantworten können bzw. stellen konnten. Und die Chance nutzen wir jetzt und werden die Fragen weitergeben in der Reihenfolge, wie sie auch reingekommen sind, damit wir auch fair sind. Und genau. Die erste Frage war von Kathy Barres und die hat gefragt, oder er gefragt, ich bin mir nicht sicher, welcher Fursuit oder Fursuiten magst du am liebsten? Cosmic, Woofy, Crash, Telephone und so weiter. Vielleicht Fursuit Crush oder so. Ich habe gar nicht so einen extremen Fursuit Crush, glaube ich mal. Ich mag eher so den Maker dahinter. So zum Beispiel, also mein Lieblingsmaker ist Autumn Fallings. Oh, auch wenn ich, ja, wirklich 5000 Euro nice Suits. So schön und flausch. Ich durfte sogar, also auf der EF habe ich mich wirklich getraut, eine Person anzusprechen von diesem Suitmaker und habe sie auch umarmt und ein Foto gemacht. Bin ich sehr stolz drauf. die finde ich echt toll, aber ansonsten bin ich genauso wie bei Art sehr, wie soll man das sagen? Ich mag nicht so vieles, sagen wir so. Und das heißt nicht, dass alles andere schlecht ist, was ich nicht mag, aber es spricht mich halt nicht so an. Und ja, also ich glaube, Autumn Fallings und alles, was in die ähnliche Richtung davon geht, mag ich auf jeden Fall sehr. Und alle Maker, die sehr schöne Katzen machen, die mag ich auch alle. Da gibt es ja auch ein paar, aber... Ja, nicht so viele. Also Katzen sind irgendwie doch sehr schwierig zu machen, denke ich mal. Vor allem die aufwendigeren, wie Löwen oder so, mit ihren Mähnen und sowas, das ist immer schwierig, dass es wirklich cute aussieht. Ja. Und man muss schauen, dass es nicht ausschaut wie ein Hund mit einer kurzen Schnauze. Vorher habe ich schon so einige Fursuits gesehen, die eigentlich eine Katze sein sollten, aber aussehen wie ein Hund. Ja. Ja, okay, dann gehen wir zur nächsten Frage von Master Yoshi. Hast du direkt digital angefangen oder traditionell? Ich habe eigentlich traditionell angefangen. Ich habe mir
Bleistift und Filzstifte und den ganzen billigen Kram hergenommen und was Schönes gezaubert. Mehr oder weniger schön. Und ich glaube, dann nach ein, zwei Jahren oder so habe ich dann meine Großeltern angebettelt, mir doch ein Tablet zu kaufen zu Weihnachten, wo sie mich dann mehrmals gefragt haben, ob ich denn wirklich vorhabe, damit in der Zukunft zu arbeiten, weil wenn nicht, dann war das immer Geldrausschmeißerei. Und ich habe sie natürlich überzeugt davon, dass ich unbedingt digital zeichnen möchte. Und dann kam eins zum anderen, das Tablet kam an. Schönes, kleines, billiges Vakuum-Tablet, wo ich dann erst nach 3 Jahren oder so oder 4 Jahren aufgerüstet habe. Und ja, ich muss aber sagen, dass ich trotz des Tablets 50-50 digital und traditionell gezeichnet habe. Nur weil man ein Tablet hat, heißt das ja nicht, dass man jetzt nur damit arbeiten muss. Ja, was ja, sollte man? Gehörst aber fast zu einer Minderheit, würde ich fast sagen. Also wenn ich die letzten künstlerischen Gäste so mir ihre Revue passieren lasse, haben die meisten gesagt, okay, ab dem Tablet fast nur noch digital. Ja, digital macht Spaß. Da kann man das so schön immer wieder rückgängig drücken und alles und schön verschieben. Alles halt auch so. Einfach, oder? Einfach ja, an sich. Es ist, wenn man weiß, wie man damit arbeitet, dann ist es schon sehr viel einfacher. Aber ich zeichne halt trotzdem in der Schule. Mindestens in der Schule traditionell, da kann ich das Tablet eben nicht mitschleppen. Und wenn ich dann ein bisschen schlechter zeichne traditionell, dann mache ich es einfach nochmal, bis ich es schön mache. Und es ist auch ganz wichtig, dass man trotzdem digital, traditionell natürlich, weiterzeichnet, auch wenn man digitaler Artist ist, weil es kann ja nicht immer sein, dass man einfach schummelt im Digitalen. Da kann man ja eigentlich gar nicht zeichnen, wenn man immer nur rückgängig drückt und das einfach verschiebt und alles. Also eine digitalen Künstler holt auch den alten Freund Bleistift mal wieder raus. Ja, genau. Und dann kann man es noch. dann gehen wir auch schon zur nächsten Frage von Lemon. Jote, was war dein schlimmster Kundenkontakt beziehungsweise was war dein schlimmstes Erlebnis damit? Uff. Schlimmstes Erlebnis. Also, ich würde mal ein Beispiel nennen, wo ich wirklich sehr, sehr viel Kontakt mit dem Kunden hatte, indem ich ihm eben ganz viele Zwischenbilder geschickt habe. Und der Kunde war eben nie zufrieden damit. Ich musste die Skizze, ich glaube, 15 Mal oder so neu machen. Dann durfte ich die Lines auch noch ein bisschen ändern, ehe es dann fertig war und er trotzdem unzufrieden war. Also das würde ich jetzt mal als schlimmstes Erlebnis bezeichnen, wo ich dann danach auch direkt geschaut habe, dass ich meine Tools ändere, dass ich eben sowas nicht mehr annehme, dass ich da 15 Mal die Skizze ändere, weil dann hat das Bild schon 15 Mal länger gebraucht oder so. Ja. Das ist solche Erfahrungen, die macht man einmal und dann schaut man, dass man seine Toes ändert oder so. Oder solche Leute gar nicht annimmt. Dann hat man den Grund setzen ja manche Artists irgendwie schon fest, dass irgendwie eine Änderung in der bestimmten Phase und sowas schon im Preis inbegriffen ist und sowas. Das ist alles möglich, bla bla bla, vor allem in der Sketchphase. Gibt es so und so viele kostenlose Änderungen. Verlangst du dann irgendwann mehr oder sagst du, ja, normalerweise hält sich das in so einem Rahmen, da muss ich nicht mehr verlangen, das gehört da dazu? Also ab einer gewissen Anzahl an Änderungen verlange ich schon mehr, aber die meisten Leute sagen dann so, ja, okay, es ist nicht so schlimm, ich will lieber, dass nur das und das geändert wird, damit ich nicht mehr zahlen muss und dann geht es meistens eh. Also bei mir ist so, wenn ich die Skizze mache, dann kann man noch so ein bisschen ist die Arme herum ändern und so und die Emotion und sowas halt. Und wenn ich dann die Lines mache, dann kann man noch so die Augen ändern ein bisschen oder mehr Flausch machen oder so. Und wenn ich dann angemalt habe, dann kann man ruhig auch bis ins Ermessen zu mir herkommen und sagen, du hast meine Sona falsch gezeichnet von der Farbe her, bitte ändere das. Wenn ich zu blöd dafür bin, einfach sagt es mir einfach, dann ändere ich das. Das ist kein Problem. Aber ich kann da nicht, wenn es fertig ist, noch die Arme irgendwo hinmachen und
drei Schweife dran machen und weiß ich nicht was. Das geht dann nicht mehr, außer man zahlt Aufpreis. Okay. War das eine Bild, wo du so viele neue Sketches machen musst, ist auch das Bild, wo du am längsten dran gezeichnet hast? Das ist nämlich die nächste Frage. Was war das Bild, an dem du am längsten gesessen bist? An dem ich am längsten gesessen bin? Da gibt es einige. Hauptsächlich die Bilder für Xalia waren am längsten. Das waren Paintings. Da habe ich dann schon so 20 Stunden oder so dran gesessen. Oder 40. Von der Farbgebung so aufwendig oder? Ja, was ein Painting war, da muss man jedes einzelne Haar zeichnen. Und da muss man immer wieder raus und ranzoomen und schauen, ob das passt. Und dann sieht man Fehler, die man ausbessern will. Muss ja schön sein. Und am Ende ist man eigentlich doch nicht ganz so zufrieden. Das ist halt bei solchen Bildern leider manchmal so. Shadowstream hat auch gefragt, wie lange sind deine Commissions noch auf, beziehungsweise wann öffnen sie wieder? Also meine Commissions sind derzeit offen. Mit Fertigstellung Ende Mai bis Juni. Und das sind jetzt alles meine, das betrifft jetzt die digitalen Commissions. Weil ab Mitte Juni ungefähr mache ich dann keine digitalen Commissions mehr bis ungefähr nach dem Sommer, weil ich sonst einfach vom Tablet sterben würde, weil das mir viel zu heiß ist. Und ich habe halt auch nicht immer Bock drauf, ist im heißesten Sommer einen Schlafrhythmus zu haben, der wirklich nur Nachtaktivität meint. Deswegen, das habe ich letztes Jahr gemacht, das ist mir ein bisschen zu anstrengend. Deswegen mache ich dann nur traditionelle Sachen, Badges und vielleicht auch ein paar größere Bilder oder irgendwelche Leinwandbilder oder so, was natürlich auch Spaß macht. Also jeder, der Digitales will, bitte ungefähr vor Anfang Juni Bescheid sagen, dann kann ich das noch machen vor den ganzen Conventions und Sommerferien. Ich würde mich freuen. Ach, Leute, noch jetzt liebe, auch noch liebe Grüße von Boo und Shadowstream nochmal. Ja, viele Grüße zurück, Shadowstream. dann Ditzelu, hoffentlich richtig, hat gefragt, worauf weiten sich deine Aktivitäten im Fandom noch aus? Beteiligst du dich auch an Storywriting und Character Development? Und wenn ja, wie kam es dazu? Gut, dass diese wunderbare Person fragt. Die ist nämlich schuld daran, dass ich hier in diesem Fandom bin. Ja, es hat alles angefangen damit, dass ich in einem Furry-RP mitgespielt habe. Und irgendwann mit besagter Person zusammen. Und ja, ich beteilige mich durchaus im privaten Bereich mit Charaktergestaltung in die literarische Richtung, indem ich einfach RP schreibe. Aber ich schreibe nicht einfaches RP, sondern wirklich in die Romanrichtung rein, sodass man da wirklich alles kopieren könnte und in ein Buch reinsetzen könnte und das an den Verlag schicken könnte. So schreiben wir ungefähr. Und das macht wirklich Spaß. Es ist halt sehr zeitaufwendig. Wir haben da jetzt eine ganz wichtige Frage gekriegt, und zwar, wo kann man dich denn eigentlich überall erreichen, und hast du ein Price-Sheet? Kannst du uns da was geben, was wir den Leuten in den Chat posten können, wie sie dich erreichen können, für alle, die jetzt nicht bereits schon in deinen Kanälen unterwegs sind? Also auf meinem Furfinity findet man, glaube ich, alles. Eben alle Bilder. Und bei dem kleinen Reiter Commission-Info oder so, da stehen immer aktuelle Preise dabei, mit den aktuellen Beispielen. Das ist ganz praktisch bei Furfinity. Und da heiße ich ganz einfach Dinsky. Also für alle Leute, die einfach nur zuhören und nicht im Live-Chat sind, ab in den Live-Chat, da sind die Links drin, oder auf Furfinity nach Dinsky suchen. Genau, oder halt auch deinen Telegram-Channel, den du ja auch recht aktiv betreibst. Genau. Oder Dinskys auf unserer Homepage in den Beitrag gucken zur Sendung. Da haben wir auch alles drin. Genau. Da sind auch die Links drin. Genau. Aber wir haben sie jetzt auch nochmal in Chat gepostet, falls ihr da nicht extra nachschauen wollt. Dann haben wir noch die Frage,
First You Dance is Ala Dinsky auf Conventions oder mal eine Gesangseinlage auch von Shadowstream. Ja, singen würde ich gerne. Das mache ich nämlich sehr gerne. Ob ist das so eine Karaoke-Sängerin oder so richtig singen? Ich überlege mir schon eigene Songtexte und singe die dann. Ich möchte jetzt nicht unbedingt hier trällern, aber wenn irgendwer meine Gesangseinlagen hören will, einfach nur Telegram anschreiben oder so, singe ich einfach schön vor. Frage ich mal ganz spontan, würdest du jetzt hier vom Radio ein kleines Exempel vorsingen? Das ist ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Ja, muss ja nicht, war ja nur die Frage. Ich will ja, dass die Leute mich auf Telegram anschreiben. Ah, ja, Bravo, gerade müsstest du jetzt beatboxen, weißt du? Jetzt konnte ich ja den Beat mitgeben. Aber sowas das kann ich nicht, da bräuchte man das, glaube ich, schon Kane. Der kann das sicherlich. Stimmt, Kane! Mach Musik. Na gut, reicht ja auch, wenn du es zeichnest, anstatt zu singen. Aber da bist du ja wirklich in vielen Gebieten talentiert. Dann haben wir noch von Snerbs noch eine Frage bekommen, wo wir schon bei schlechtesten Erfahrungen waren. Was war die beste? Die beste Erfahrung? Wahrscheinlich auch in Bezug aufs Furry-Fandom, beziehungsweise halt vielleicht auch aufs Commission. Boah, da muss ich erst mal nachdenken. Es gab viele gute Momente. Vor allem, wenn es ans Furs-Hüten mit Elsie gegangen ist. Ich dachte, wenn das Geld überwiesen wird. Ja, das ist auch toll. Ja, wenn da die 300 Euro Commissions fließen, dann ist man sehr happy. Ah, sonst? Gleich so viele auf einmal. Ja. Das ist es. Es fällt mir gerade nichts ein. Was ja, ist ja kein Problem. Wo würdest denn du die Euro Friends sein rein? Ich würde schon so auf Platz. Also jetzt die ich hatte 2017, die war eigentlich gar nicht so extrem toll, weil ich sie nicht so genießen konnte. Aber ich denke mal, dieses Jahr wird es ja auf Platz 2 der besten Dinge sein, die dieses Jahr passiert sind. Auf Platz 1 natürlich die Androcon. Es wird ja ein bisschen Ärger dort sein. Schauen wir auf jeden Fall viel Spaß im Voraus. Mach auf alle Fälle viele Fotos. Mach immer Fotos. Oder jemand macht Fotos von mir. Eins von beiden. Hast du ja auch in deinem Telegram-Channel immer schon viel fleißig gepostet. Dann. An dem Punkt, ja. Ja. Muffy hat uns natürlich auch noch an unsere Standardfrage noch erinnert. Und zwar, was hältst du von Pizza Hawaii, also beziehungsweise Ananas auf Pizza? Stellen wir den meisten Leuten die Frage. Ich hab's noch nie probiert. Keine Ahnung. Das ist ein klarer Punkt für dagegen, bin ich ja der Meinung. Was? Nein, super. Das ist neutral. Doch, sonst hätte man es ja probiert. So ist es bei mir auch. Genau. Wieso? Man muss es mal probieren. Okay. Weil du leckst ja auch nicht an der Autobatterie, nur weil du es noch nie gemacht hast. Das ist überhaupt gar kein Vergleich. Ja, Julie, das ist gar nicht. Man schaut sich ja das vorher an und überlegt sich, würde ich das gerne essen oder nicht? Genau. Und wenn der Kopf dann sagt nein, dann ist es wahrscheinlich auch die interessantere Entscheidung. Aber genau. Ich hab da immer Angst, dass die ganze Pizza irgendwie nass ist dann und so. Ich weiß nicht. Du hast Probleme. Oh mein Gott. Hey, wieso denn? Die Ananas ist doch total nass, oder? Dann schwimmt die ganze Pizza. Postet jetzt eine nasse Ananas in Gedenken an Galax in den Live. Nein! Das kann ich aushalten. Okay, meine, postet eine nasse Ananas. Mal schauen, was ich mache. Nasse Ananas. Hilfe. Gedenken an Galax. Es war halt mal. Weißt du, warum die Ananas so nass ist? Wenn sie wohnt da unten auf dem Meeresgrund. Oh. Wow. Oh Gott, war gut. Ich fand den gut. Mit SpongeBob innen drin, ne? Ja. Der war gut. Der war schon gut. Ja, dann würde ich sagen, wir sind durch, wa? Ja, also waren ja jetzt schon wieder mehr als 2 Stunden voller interessanter Fragen und Antworten. Und ihr habt ja auch im Chat wirklich gut Mitfragen gestellt. Also, das war schön,
und spaßig eigentlich. Also ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, Dinski. Ja, es war eine sehr schöne Erfahrung hier. Und den Namen von der Furry Fam möchten wir uns natürlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast für heute. Auf jeden Fall, ja. Gerne. War sehr interessant. Und für alle Leute, die erst später eingeschaltet haben, die ganze Show wurde aufgezeichnet. Das heißt, gibt es dann demnächst auf YouTube, Spotify und Co. zum Nachhören, wenn ihr also was verpasst habt. Genau. Und ja, dann sind wir jetzt eigentlich dann auch am Ende und verabschieden uns jetzt dann von euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis demnächst, bis zur nächsten Show. Tschüss. Eine wunderschöne gute Nacht, einen guten. Und für alle, die noch ein bisschen Musik haben wollen, um 23 Uhr geht's weiter mit motorisierter... Motorisierter? damit ich es noch rauskriege. Moderierter Musik. So, jetzt habe ich es gesagt. Schweres Wort, ey. In dem Sinne, also, schaltet ein zu Bravuras motorisierter Musik. Bis dann, brumm, ciao. Brumm. Tschüss.